Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's tatsächlich mal weiter mit Oma Golf, beziehungsweise nicht weiter. Wir machen erstmal eine kleine Bestandsaufnahme, bevor dieser Kollege hier hinten nämlich ein kleines Upgrade bekommt. Das Auto ist seit Essen Motorshow unangetastet. Das heißt, wir haben ihn noch nicht mal vom Trailer abgeladen gehabt bis gestern Abend. Vor der Essen Motorshow war das Auto unangetastet seit dem TTT, wo wir diese 301 mitgefahren waren. Und jetzt wollen wir heute mal gucken, was an Leistung angelegen hat, damit das Auto diese Zeit fährt. Und ob wir hinterher nur den Ladertausch müssen? Oder so, nee, wir haben uns immer gesagt, wir wollen einfach einmal wissen, wie viel Leistung es gewesen ist. Wir haben auf dem Hinweg schon ein bisschen spekuliert. Guck mal, bei dir waren es für 301 um die 900 PS hier. Ja, 950 oder sowas hatten wir hier. Ja, aber die waren wir ja nicht gefahren. Nee. Zum Fahren hast du so 900 ungefähr gebraucht. Mhm. Ich sag mal, das waren keine 950 beim Fahren, das waren beim Fahren vielleicht 850, 900. Eigentlich müsste der schon deutlich drüber sein, weil das Auto einfach viel, viel schwerer ist. Mhm. 150 Kilo oder so wird der mehr haben. Der Lader ist allerdings, das ist aktuell ein SX300, immer noch der alte Lader von dir, allerdings mittlerweile 80er Turbine, also der große mit einem 69er Verdichter, allerdings einmal Upgrade. Ist auch größer als bei mir drin war, ne? Die Turbine viel, viel größer. Ja. Also ist schon viel, viel größer. Jetzt wollen wir halt einfach mal gucken, wenn wir den noch größer machen, was so kommt. Das heißt, Turbine bleibt gleich. Wir machen nur den Einlass vom Turbolader größer. Weil wir hatten nämlich beim Race das Problem, vierte Gang war vom Durchdrehen noch perfekt. Fünfte Gang hat tatsächlich Leistung gefehlt. Luftfilter abgemacht, hat auch nichts gebracht. Das heißt, wir brauchen tatsächlich im fünften Gang 150 PS mehr ungefähr, würde ich sagen. Vor allen Dingen brauchen wir auch eigentlich mal endlich 1000 am Rad. So. Beim Reinfahren hat Paul erstmal einen sensationellen Spruch gemacht. Den musst du noch einmal wiederholen. Wie war das hier? Reinfahren, rausschieben. Volkswagen, reinfahren, rausschieben. Volkswagen. Das Auto. Geiler an diesem Prüfstand, wie immer, ist kein Rad mehr drauf, sondern die Leistung wird wirklich direkt an der Radnabe abgenommen. Das macht es natürlich umso ehrlicher, schwieriger. Wir aber haben nicht dafür, mal diese Schellen getauscht. Dafür, ne? Für Frontantrieb perfekt. Nein, hier. Guck mal, das ist immer noch unser Konstrukt vom Race, dass der Schlauch da nicht runterfliegt. Oh je. Das sind doch wieder 20 Kommentare. Ja, nein, wir haben wirklich mit Absicht gar nichts. Wir haben nur Öl geguckt. Es ist einfach Ziel zu wissen, was hat das Ding beim Race gekonnt, damit wir jetzt im Winter weitermachen können. Weil einfach jetzt drauf losbauen ist halt Quatsch. Genau, den haben wir noch schnell verkabelt hier. Abgasgegendruck in unserem Gusskrümmer gemessen hier. Steckt normalerweise der Abgastemperatursensor drin. Irgendwo hier. Der misst jetzt hier Ventildeckeltemperatur. weil Gegendruck ist halt einfach das Hauptmerkmal, was wir brauchen, um zu bestimmen, ob Turbolader gut oder nicht gut. Also weiß das gut oder nicht gut. Er hat extrem gut funktioniert, aber ob Potenzial noch da ist oder nicht da ist. Mhm. Weil wenn der Gegendruck jetzt wie bei dir, wir hatten bei dir, ich glaube, 5,5 Bar auf dem Prüfstand, so in dem Dreh. Wenn wir jetzt hier auch schon wieder 5,5 Bar drin haben, bringt es auch nichts, hier Verdichter größer zu machen, weil der Druck wird nicht viel weiter runtergehen. Das heißt, was ist Traum, wenn man 3 Bar, sag ich mal, Ladedruck hätte? Was wäre Traum im Krümmer? 3 Bar. Auch also das Gleiche. Das wäre perfekt. Okay. Darunter wird kaum gehen, aber ich sag mal, auch 4 Bar wäre noch gut. Man sagt immer, das anderthalbfache ist dann so langsam wird's kritisch. Okay. Ich glaube allerdings nicht, dass der viel Druck im Krümmer hat, weil, guck mal, wir waren 300 gefahren und hatten 920 und 930 Grad. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich einen neuen Krümmer gebaut habe eigentlich. Wenn es das Gussding ist. Das ist nämlich auch noch der alte, der ist bei historisch. Der kriegt Hartzulassung bei dir. Ja, der kriegt 07er Kennzeichen. Ja, ja, nee. Aber er sieht natürlich eigentlich auch geil aus, ne? So diese 6 in 1. Gegossen, für ist schon nicht schlecht. Schon cool, ja. Nee, ist wirklich alles beim Alten geblieben. Jetzt Blindflug natürlich Benzindruck, aber können wir jetzt nicht ändern. EMU ist leider voll, hat keine Eingänge mehr. Müssten wir wieder eine Erweiterung machen. Aber wenn es eine Sache gibt, an der ich am wenigsten zweifle an diesem Auto, dann ist eigentlich die Kraftstoffversorgung. Ja, also, das hat eigentlich immer funktioniert. Ja. Ganz normales E85 drin, Wasser, Methanol, alles wie beim Alten. Ich würde sagen, du wolltest noch einmal einmessen und dann kannst du theoretisch auch schon messen, ne? Hast du irgendwas dann so Ölbindemittel? Eine Wischmaschine, die vielleicht... Nein, warte, ich muss ja einmal aufmachen, weil du hast dein Mikrofon gleich schon wieder fertig. Nein, der hat so tapfer durchgehalten. Ich glaube, eher Getriebe, Kupplung als Motor. Attacke. Wie hoch sind wir? 8,2 oder so. Oder? So 8,2 oder so, ne? Drehzahl? Ja. Das ist doch mal ein saftiger Leerlauf. Prüfstand kaputt gemacht, ohne dass wir Gas gegeben haben. So, neuer Tag, neues Glück. Wir mussten leider eine kleine Zwangspause einlegen. Der Golf hat den Prüfstand gesprengt. Nein, war nur ganz bisschen Elektrik, irgendwas Sicherung oder so. Netzteil im Computer, ja. Netzteil im Computer, Netzteil okay. Im PC, durchgeschossen. Keine Ahnung warum. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Einfach Pech. Für den Golf schlechtes Zeichen, weil Prüfstand läuft ja wieder. Ne? Ist einfach Pech. Das war Pech, ja.
Golf läuft wieder. Marius kann leider nicht mit dabei sein. Der ist am Schrauben. Aber ich würde sagen, wir gehen es direkt an. Ist alles schön kalt und einfach einmal messen. Ne? Jo, kalt messen. Immer gut. Ja. Kalt ist ja nur einmal. Deswegen würde ich auch sagen, gleich Attacke, gib ihm. Gucken, was kommt. Wie ist das von der Bremse her? Misst du alle Autos immer gleich, ne? Der stellt sich selber ein. Der misst das komplett. Kann die Bremse ja einstellen, mehr oder weniger. Das stellst du nach Leistung an, weißt du ungefähr, wo er hinkommt und dann... Easy! Ja, ich würde sagen, Attacke. Ja. Mal gucken, was passiert. Ja, nicht ganz so zufriedenstellend. 800 PS. Also eigentlich hat er von Loks her genau das gemacht, was er sollte. Waren jetzt so ungefähr 3,2 Bar. Er wollte 3,1. Ist volle Zündung gefahren. War, was Klopfen angeht, definitiv auch ruhig. Hat jetzt nichts irgendwie geklopft. Aber es kam definitiv keine Leistung bei rum. Aber du sagst, Paul, du hast definitiv aussetzermäßig was gehört. Ja, Aussetzer definitiv, ja. Ja, die Kerzen sind jetzt natürlich nicht die frischen. Mir tat es auch weh, auf Gas zu bleiben. Aber du hast gesagt, ich soll das machen. Also. Nimm ihn doch mal alle, drück mal runter etwas. Gucken, was passiert. Ja, wir gucken uns das allererste Mal Kerzen an. Mach ich mal auf 2,5 runter. Allererstens mal Kerzen gucken. Also dann wäre es halt witzig, weil wir wollten halt generell testen, wie er war, wo du gefahren bist. Ja, genau. Ja, ne. So, also ich habe jetzt mit Absicht eben gerade schon massiv Eimerzündung so im mittleren Bereich ein bisschen rausgenommen, weil das ja hier auf dem Prüfstand definitiv krasser ist als auf der Straße. Mhm. Aber er hat ja definitiv bis vorhin, was mich so verwundert ist, dass... Ja, fällt er ab. Das ist... Fällt ja so richtig ab. Ja, ja. Weißt du, so das dafür, auch gemerkt im Auto. Dafür, dass Ladedruck bis zum Ende voll da stand, dass er da, als wenn er 2-3 Kerzen komplett auspustet, ne? Ja, das war mein. Mach ihn mal auf 2,5 runter. Ja, erstmal gucken wir. Klar. Ah, scheiße, hat er doch nicht überlebt. Ohne Kerzen hätten wir doch erstmal ein paar Kerzen stecken sollen hier. Aber ja, zum Glück welche mit. Also eigentlich sehen die Kerzen sogar tatsächlich ganz gut aus. Man sieht immer vordere, hintere Brank. Das war bei Marius auf jeden Fall richtig gut mit dem Spaltsaugrohr. Das war da deutlich besser. Aber selbst die sind, ehrlich gesagt, wir drücken die mal auf 0,4. Es ist jetzt nicht so, dass die hier 0,7 haben. Also das ist schon eigentlich okay, aber die sind halt uralt. Das heißt, die waren schon am Wörthersee drin, die waren auf der Messe drin. Das heißt, wir stecken jetzt einfach mal neue rein, drücken die wieder und messen nochmal. Weiß aber noch, wie du, hast früher immer gepredigt, weil du warst ja wirklich Rekordmeister drin im Kerzenwechsel. Paul hat wirklich immer gefühlt nach, wobei zwischen den Läufen hast du nicht neu gemacht, aber du hast auf jeden Fall jedes Event immer frische drin gehabt, ne? Egal wann, wie, wo. Event abends immer auch gewechselt. Und auch... Mit Ethanol? Oder machst du nur bei dem Methanol und so? Oder C16 und so? Auch da, ja. Immer, generell? Ja, ja. Ja, bevor ich auf Straße gefahren bin. Nee, also der hat erstaunlich bisher, toi, 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 keine Probleme gemacht. Weil wir es halt nicht komplett kaputt checken wollen, kaputt prüfen wollen, auch falsch, kaputt machen wollen. Prüfen wir währenddessen einmal schnell die Kompression, aber bisher waren die ersten 5 sahen schon mal gut aus, ne? Auch erstaunlich gleichmäßig. Ja, ich sag gleich neue Kerzen rein und dann. Klar, neu. Aber Ladedruck lassen wir so. Ja. Ich fand das eigentlich ganz gut so. Also, neue Kerzen rein und weiter geht's, würde ich sagen. Also Fehler gefunden, hoffentlich, vielleicht. War ein riesen Riss in der Ansaugbrücke. Florian hat die schnell ausgebaut und jetzt hat Paul das Ganze schnell durchgeschweißt. Und jetzt wird sie wieder angebaut und hoffen, dass es das war. Das war.
Meinst du echt? Ja. Also ich fand es krass, weil Ladedruck hat er trotzdem noch gemacht. Aber kann natürlich sein, dass er zwar den Druck macht, aber trotzdem die ganze Luftmasse nach außen pfeift. Die Luftmasse fehlt, ja. Der Lader kämpft dagegen an, aber aus Erfahrung sage ich dir. Weil das war in Summe hier locker ein Riss von, keine Ahnung, 5, 8 cm oder so, ne? Der war so lang. Er hat sich komplett aufgedrückt. So. So, das heißt, jetzt lassen wir das Ganze kurz abkühlen, bauen es wieder ein und dann geht's direkt weiter. So schnell geht's, ne? Ich hätte, nach Hause. Genau, ich wollte gerade sagen, ich hätte auf jeden Fall das Auto einfach mitgenommen, hätte zu Hause in Ruhe gemacht, aber wenn man so motivierte Leute immer dabei hat, dann geht das zum Glück ratzfatz immer. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen sauber machen, abkühlen lassen und los geht's, würde ich sagen. Ist alles wieder drin. Map-mäßig wird da jetzt natürlich gar nichts passen, weil wer weiß, wie lange das schon gerissen war, nicht gerissen war und so weiter. Ich denke mal, das wird auch immer weiter reißen mit der Zeit. Ne? Ja. Das heißt, wir steigen erstmal irgendwo so im mittleren Bereich ein, sagst du. Mach ihn erstmal mal Dosendruck. Also so, wie wir aufgehört haben. Ja, mach das, was wir aufgehört haben. Ja. Bitte. Ich möchte nicht, dass nächster VW hier rausgeschoben wird. Danke. Paul motiviert wie immer. Nein, okay. Front lassen wir erstmal weg, man weiß ja nie. Ist eh besser. Okay. Machen wir erstmal Dose. Ganz anders. Guck mal. Standgas. Er versucht's. Gegenzuregeln. Weil er dicht ist. Also, das waren jetzt 1,9, 2,0 Bar gehalten. Man sieht, Kurve sieht Welten besser aus. Also ist jetzt einfach ein, vom Drehmoment her einfach ein Strich. Also Kurve sieht eigentlich astrein aus. Gefühlt ja. Lief er immer noch nicht so richtig perfekt sauber. Ne? Ja. Hat immer noch so ein bisschen rumgebrabbelt, definitiv. Ja. Aber immerhin schon mal deutlich mehr Leistung. Ne? Deutlich. 100 PS, ne? Ja. Ich würde sagen, jetzt messen wir mal, wie wir gefahren sind. Was soll's? Ja. Oder was hast du? Mach ihn erstmal auf 60. Da. Oh, mach ihn voll, ist mir egal, ist ja dein Auto. Voll. So, wenn wir 60, ist Zeitverschwendung. Haben wir ein geiles Video, wenn es Zeitverschwendung ist, wegen. Ja, gut, mach. Deswegen, nee, Zeitverschwendung. Strom ist teuer. alle Werte hier soweit angeguckt, das passt eigentlich. Ich wollte noch einmal Gegendruck im Krümmer jetzt gerade gucken. Der müsste jetzt rein theoretisch senken. Genau, das passt. Jetzt sind wir bei 3 Bar Ladedruck, sind 3 Bar im Krümmer. Also das ist eigentlich noch entspannt. Er war jetzt definitiv das eben gerade... 3 Bar inklusive Atmosphäre, sonst denken die Leute, du bist jetzt 3 Bar gefahren. Ach so, ja, ja. 2 Bar gesagt. Ja, hast du recht. 2 Bar. Plus Atmosphäre. Er war definitiv jetzt gerade zu fett. Das würde ich jetzt einmal ein bisschen anpassen, dass er nicht vielleicht ganz so... Vielleicht hat er deshalb rumgestockert. Also 0,75 ist jetzt noch nicht so krass, ne? Aber ich finde es auch ein bisschen zu heavy. Ja, wir machen einen Tucken mager, würde ich sagen. Und Druck drauf und los geht's. So, dann einmal. Ja, das war nicht so erfolgreich heute. Also erst hat es funktioniert, dann ein paar Sachen umgestellt, kürzeren Gang genommen, vierte Gang definitiv irgendwie zu lang gewesen. Ja, für die Abstimmung bei dir, ja, weil... Dann Schlauch runter, Schlauch runter, Schlauch runter. Das war die Drosselklappe. Ja, das war wieder der Schlauch. Ich glaube, das war ein anderer Schlauch. Ewige Leiden, auch vom letzten Event. Das wird jetzt auf jeden Fall als erstes abgebaut. Und dann ja, kam schon wieder, man sieht es mal geil durch die Scheibe, was so rauskommt. Ich sage auch sogar, man
Man sieht sogar fast auf der Frontscheibe ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist leider die Ansaugbrücke von unten irgendwo gerissen. Sieht da ganz so nach aus, ja. Und wir haben auch immer weniger Leistung, immer weniger. Was waren es jetzt? Was waren es jetzt maximal? Hatten wir 940 Rad. Also was hier immer wieder krass ist, ist, wie wenig Leistung die Autos haben. Muss man einfach so sagen. Weil es waren jetzt zum Schluss 3,4 Bar. Klar, wenn natürlich die Luftmasse nicht in den Motor reingeht, sondern aus der Brücke raus, kann man das so nicht sagen. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass das Ding hier locker flockig irgendwie so in Richtung 900 bis 1000 PS geht. Aber keine Chance. Also wir mussten da gerade schon massiv dran rumstellen. Ja, 940. Ja, schade Schokolade. Also was heißt schade? Krass ist, wie der Motor durchhält. Ja. Dass er die Spielchen auch wieder so mitgemacht hat. Geöffnet ist. Genau, mit etliche Male. Ja. Hier Schlauch ab, da hopp. Das eine Mal dachte ich, jetzt ist alles auseinandergeflogen. Also ja, fast 1000 PS Motor hast du. Sag mal hier Verlust. Ja, ja. Aber ist das ein Grafitzhandels Getriebe? Ja. Ja, dann hast du 30, 40 PS mehr, wenn überhaupt. Was halt krass ist. Drehmoment, 1000 Newtonmeter, das ist ja fast gleich, ja, ob nee. Rad oder Motor. Das aber nee, ich hätte wirklich gedacht, dass das einfacher ist hier. Also, oder dass er mehr Leistung brauchte, um diese 300 zu fahren. Ja, nö. Weil, und das schüttelt er ja definitiv hier nicht raus, egal wie, wo, was wir machen. Wie viel Leistung hatte Marius? 957, glaube ich. Also. Aber der Motor? Ist, ja, also bei dir hier. Aber der ist deutlich weniger gefahren auf dem Event. Ja. Also dann ist entweder das Auto so schwer oder ich weiß auch nicht. Ja, irgendwas Cooles machen wir aus. Ein bisschen Aerodynamik darfst du nicht vergessen. Das weiß ich nicht, ist das so? Weil da, bei dem ist das Problem, dass die Tür immer so aufgeht. Ja, aber ich meine, der Dreier hat bessere Aerodynamik, ja, als der Zweier. Der Zweier sah eigentlich wie ein Einser, muss mal gucken, weil ab 200 spielt das 100% nicht mehr Rolle. Na, so. Geht Akku zu Ende? Wir haben noch genau 30 Sekunden auf der Speicherkarte, höchstens. René macht irgendwas aus diesem Video, trotzdem danke fürs Zuschauen. Als nächstes gibt es einen größeren Turbolader und alle Schläuche weg. Danke fürs Zuschauen, tschüss. Ciao.